Willkommen zu Kita Today, unserem fast alltäglichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und das Thema der lieben RaucherInnen und den Raucherpausen, die man mal so kurz zwischendurch machen mag und ob das ein Arbeitgeber tolerieren muss, ob man das im Team so hinnehmen muss. Das sind so die Themen, die auch jetzt ganz aktuell ein Landesarbeitsgericht im hohen Norden in Mecklenburg-Vorpommern wohl beschäftigt hat. Und das hat nochmal, wie schon andere Gerichte zuvor, was festgestellt, Frau Kollegin? Es hat festgestellt, dass Arbeitszeit Arbeitszeit ist und nicht dafür da ist, dass ich mehr oder weniger beliebig meinen einzelnen Süchten nachgehen kann. Heißt also, es hat festgestellt, dass Raucherpausen außerhalb der regulären Pausen nicht zulässig sein müssen, beziehungsweise dass der Arbeitgeber da diesbezüglich einfach ein Wörtchen mitzureden hat. Und wenn der sagt, nee, passiert nicht, ihr habt dafür reguläre Pausen, da könnt ihr gerne rauchen, wenn ihr unbedingt müsst, dann ist das entsprechend hinzunehmen und zu akzeptieren. Kleine Zwischenfrage an der Stelle, sozusagen für unsere ZuhörerInnen, ZuschauerInnen. Das bedeutet, wenn wir einen Dienstplan haben, wo, warum auch immer, ja, schon vorher, vor Beginn drin steht, okay, heute stehen 7 Stunden Arbeitszeit an und deine halbstündige Pause nimmst du bitte um 10.50 Uhr, weil da brauchen wir dich gerade mal nicht. Dann würde das bedeuten, dass sich jede Diskussion für, kann ich mal kurz eine kleine Raucherpause machen, in diesen Zeiten außerhalb der festgelegten Pause eigentlich von vornherein verbietet? Ja. Genau das würde es bedeuten. Natürlich kann ich trotzdem versuchen, dieses Gespräch zu suchen, aber ich muss halt akzeptieren, dass der Arbeitgeber sagt, nee, erstens passt das vielleicht gerade nicht und zweitens, du hattest deine Pause schon. Und warum solltest du mehr Pause bekommen als die anderen Kollegen, Kolleginnen? Jetzt noch eine kleine Abwandlung. Ist natürlich nie der Fall und wenn auch nur ganz selten, aber es kann ja mal ein bisschen Leerlauf geben, vielleicht zwischen zwei Elterngesprächen und dann bietet es sich vielleicht auch an, mal schnell nach draußen zu düsen und schnell ein Zigarettchen zu rauchen, gerade weil das Elterngespräch etwas herausfordernd war. Wie sieht's damit aus, wenn gerade mal, naja, genügend da sind und so ein bisschen Leerlauf ist und man gerade meint, 4-5 Minütchen sich kurz verdrücken zu können. Wie sieht's da aus, Frau Kollegin? Ich wollte gerade sagen, also gerade so ein stressiges Elterngespräch, wenn man dann hinterher denkt, okay, ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen irgendwie, kann man natürlich aus ArbeitnehmerInnen-Sicht, jetzt versuche ich das auch mal so, kann man das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Aber auch hier gilt, der Arbeitgeber muss das nicht akzeptieren. Beziehungsweise er kann verlangen, dass das eben einfach nicht passiert, dass das zu unterbleiben hat. Weil es ist eben Arbeitszeit, die bezahlt wird. Und da muss man nicht akzeptieren, dass nicht gearbeitet wird. Okay, jetzt sind wir im Team darüber ein bisschen, wie soll ich sagen, konfliktträchtig unterwegs. Die einen sagen, Leute, ihr wollt eher, dass wir eine Zigarettenpause haben, weil sonst sind wir total ungnädig vielleicht in manchen Situationen. Und die anderen sagen, nee, das dauert alles echt lange. Es sind ja nicht nur die 3-4 Minuten der eigentlichen Zigarettenpause, sondern es ist das Anziehen, das Hinmarschieren zu dem Ort, wo man vor der Einrichtung irgendwo, hoffentlich ungesehen, eine Zigarette rauchen kann. Wir wollen das nicht. Stichwort Arbeitnehmergleichbehandlung, vielleicht. Ja, absolut. Also ich meine, warum soll ich den einen die Pause ermöglichen und die anderen benachteiligen, bloß weil die eben nicht dieser Sucht unterliegen? Vielleicht könnte man darüber nachdenken, ob man dann versucht, über bestimmte Maßnahmen die Leute zu entrauchen. Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls Pause, das ist nicht das richtige, der richtige Ansatzpunkt, darüber zu streiten, weil, wie gesagt, bezahlt werde ich nur für Arbeit, die ich auch mache. Insbesondere, man bedenke bitte, immer dann, wenn just in einer Raucherpause in der Einrichtung selber ein schlimmer Unfall passiert, dann kommt dieses ganze Thema hoch und dann wird natürlich sowohl Leitung als auch Träger sich die Frage beantworten müssen und insbesondere den Behörden. Moment, was ist hier los? Es gibt einen Dienstplan, der ist ja wohl nicht nur Kulisse. Es gibt festgelegte, hoffentlich, Pausen, so wie sie im Mindestmaß das Arbeitszeitgesetz vorsieht. Warum gibt es jetzt hier so ein Kommen und Gehen, je nachdem, wann eine Zigarettenpause als notwendig erscheint oder nicht? Und wie konnte dann in dem Augenblick sichergestellt werden, dass genügend Leute
gegebenenfalls am Kind direkt sind oder irgendwo in der Nähe, sodass man sagt, auch die Aufsicht ist gewährleistet gewesen. Also nicht ganz so einfach das ganze Thema und vielleicht mal wirklich, nee, an dem Thema kann man ja wirklich auch mal schauen, ob man ein bisschen die eigene Haushaltskasse vielleicht ein bisschen schützen mag, weil geht ja auch schon tierisch ins Geld, nicht wahr? Bis dahin, haltet durch. Tschüss. Tschüss.